Hallo und willkommen zurück zu Dark City in München. So, wir müssen für jeden Ball zur farblich passenden Schlange. Drehe die Rohre, um einen Weg zu erstellen und wähle dann einen Ball aus. Ja. Ich muss mich mal ausprobieren. Aber war der jetzt richtig? Gehörte der nicht eher hier rein? Ja, ist gut. Hier. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Das war nicht ganz korrekt. Ja, jetzt ist die Frage, wie er fällt oder wie er fallen soll. Okay, das ist auch schon mal. Übrigens muss ich nicht alle von vorne anfangen, wenn es nicht passt. Wieso gelb? Gelb haben wir. Gelb brauchen wir nicht. Hier. Ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Nee, das haut nicht so hin. Hier haben wir den roten. Supi. Und jetzt müssen wir bewusst welche daneben hauen. Ob das so eine gute Idee war. Ich glaube, das ist ein bisschen weit, ne? So könnte vielleicht klappen. Klingeling, es wird Zeit für ein Gespräch mit Herrn Schlange. Hallo, Herr Schlange. Na? Das ist ein bisschen unheimlich. Oh, didn't hear you come in. Welcome to Schlong's Pharmacy. Ja. Das Abzeichen des Bürgermeisters ist ein Beweis dafür, dass man mir trauen kann. Oder doch. If the mayor trusts you, then so do I. I'm half snake, so I'm a natural at pharmaceuticals. What do you need? Ja, okay. Das war jetzt irgendwie süß. Der Apotheker kann herausfinden, welchen Trank an den Dartpfeilen verwendet wurde. It smells familiar, but I must be sure. Find these potions in my drawers. Ja, okay. Herr Schlange möchte, dass ich den Flaschen mit dem roten Verschluss finde. Die Flasche wahrscheinlich. Oh. Oh, oh, oh. Finde, ich habe sie gefunden. Hier. Ich bin fertig. Nein, finde Flaschenpaare. Oh Gott, das sind so viele Flaschen. Dicke Flasche hier. Dann haben wir noch diese.
Die ich jetzt gerade gar nicht sehe. Die letzte, ne? Hier irgendwo ran. Nö. Ja, doch müssen wir ja. Das sind drei. Zwei Zahnräder. War immer noch ein Zahnrad. Sich nicht geändert. So, Hals ist keins, ne? Eine einzige noch, und das wird mit dieser Schublade hier zu tun haben. Gehe ich von aus. Gehe ich sogar sehr stark von aus. Ach, da oben. Sortiere die Etiketten so, dass sie zu den Aussparungen auf den Flaschen passen. Mhm. While I examine them, find my record book. Schauen wir mal. So, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt wohl eher hier hin. Und da oben. Halbschlangen sind gut versierte Alchemisten. Ihr Wissen über Tränke und Kräuter ermöglicht es ihnen, kranke Menschen zu helfen. Ja, riecht's gut. So, das Verzeichnis wird zeigen, welcher Kunde den Trank bestellt hat. Ja. Dachte ich, ich könnte da ran. Es wirkte so komisch. Was ist hier versteckt? Dafür ist der Schlüssel. Ja, keine Ahnung. Ich brauche einen Hinweis auf jeden Fall. Die Schlange dient als Kerzenhalter. Dann gucken wir uns doch erstmal um. Eine Kerze. Okay, damit geht's. Vielleicht können wir denen später was geben. Und ein Gegenstand. Hier und da. It speeds up the heart and may cause rage in humans, but it makes half-humans show their true nature. I prepared it for a half-human customer that needed it for an ill child. I don't remember him, but compare this prescription to the record in my book, and you'll get the delivery address. He must be stopped. Before he reveals our secret society.
Spezieller Trank. Das ist eine Unterschrift. Sie ist zu klein, um sie lesen zu können. Größe der Buchstaben. Erhöhungswinkel der Buchstaben. Linienführung, Gottes Willen. Nach unten, nach oben. Gerade, kein, weiß ich nicht. Nein. Das wird schon richtig sein. Art der Verknüpfung. Besonderheiten. Ein Tintenfleck. Nee. Ich brauche noch mehr Kringel. Und die 6. wohl eher nicht dazu. 4 Kringel brauche ich sogar. Aber ist das hier nicht? Doch, das ist auch ein Kringel. Das hier ist ein Kringel. Und da ist ein Kringel. Das war's aber noch nicht. Wie ärgerlich. Soll denn hier noch ein Kringel sein? Das hier ist kein Kringel. Dann bin ich gerade blind. Ach, da. Da war aber gut versteckt. These inscriptions are both the same size and share similar handwriting characteristics. The same person signed the prescription and wrote the address. Kraus Stadthotel. Hotel-Adresse. Okay. Pfeile. Können wir denn hier noch irgendetwas machen? Da sind wir auch rangekommen. Können wir einen Trank zubereiten. Vielleicht später. Vielleicht muss ich erstmal hier... Oh, I know that inn, sir. We'll have to head across town to the old bridge. Schon süß gemacht. Okay. Das brauchen wir. Diese Schilder zeigen in die Richtung an. Sogar zum Schloss, ja. Was ist denn das hier? Das hat mich eigentlich viel mehr interessiert. Aber ist okay. Nehme ich auch. Einige Beeren sind nützlich, aber die anderen könnten giftig sein. Das müssen wir bestimmt erstmal herausfinden. Was haben wir hier noch? Ja, da will ich gar nicht hin. Diese Stille. Vorsicht, Werwolfschloss. Ein Werwolfschloss. Krauses Stadthotel. Ausgebucht. Die sind hier irgendwie alle Halbmenschen. Schäferin, ja. Was brauche ich hier nochmal genau? Ja. Hier kannst du ein Handspiegel, kannst du spionieren. Ach. Ah, dafür brauchen wir den Magneten. Da haben wir aber noch nichts. Aber wir konnten hier noch weiter.
Insekten könnte Weizen sein, aber er ist fest verschlossen. Die haben wir angeschlossen. Angezündet? Doch. Nicht? Ich war mir so sicher. Ich war mir auch sicher. Na, du Schlingel. Was für ein Rüpel. Darf ich das haben? Ich hier, ein bisschen Heu? Sind die kein Heu? Verdammt. Okay. Was anderes einfallen lassen. Haben wir denn hier noch? Einige Beeren könnten giftig sein. Kissen? Soll ich dich mit dem Kissen bewerfen? Ist du wirklich kein Heu? Ja. Machen wir nochmal. Vielleicht geht's dann kaputt. Ja. Stehe ich hier gerade ein bisschen? Bisschen auf dem Schlauch. Hier brauchen wir auf jeden Fall den Magneten für. Und. Ah! Funktioniert doch. Warum ging das denn vorher nicht? Ach, weil er hier noch im Dunklen war. Mhm. Vermute ich mal. So. Ja, ich hätte es ja noch kleiner gemacht. Ach, obwohl es geht. Ich habe das jetzt nicht vorgelesen, aber ich glaube, es ist klar, was wir machen müssen. Hi. Na? Can't you read? The inn is closed. How did you get this? You ain't one of us. Also. Warum? Oh, yay. Ja, das kenne ich schon. Er ist wahrscheinlich misstrauisch, ne? Ich glaube, wir haben irgendetwas Böses getan. Oh, verdammt, den hätte ich noch mitnehmen können. Calm down, Herr Kraus. Mayor Schultz gave this to me. I'm on your side. Interessiert ihn nicht? Okay. Ja, wir werden ihn schon überzeugen. Machen wir doch nicht. Ich brauche Orange. Excuse me. Oh, I'm Peter Kraus, the inn owner. We have boss can be hot-tempered. Would you mind preparing some tea to calm me? Then I'll help you to find the guest room you're looking for. Ja, okay. Das ist ja lustig.
Herr Krause wird mir helfen, sobald ich einen Tee gemacht habe. Er geht ab wie ein Zäpfchen und jetzt soll ich einen Tee machen. Ist klar. Baldrian, Münze, Brombeeren, Räumungstee. Jetzt haben wir erstmal das. Halbeber haben ein hitziges Temperament, durch das sie die Kontrolle verlieren und ihre wahre Gestalt zeigen. Sie sind auch sehr kreativ und exzellente Köche. Ist das nicht schön? Okay, ich weiß nicht, können wir... Das ist eine kleine Schnute. Oh, das arme Schwein ist gefangen. Ich habe aber nichts, um dich zu befreien. So leid es mir tut. Ich habe auch nichts zum Aufschneiden hier, aber vielleicht können wir uns hier mal eben umschauen. Diese Dekoration. Da fehlt anscheinend auch was zum Kleben. Geht alles nicht. Ich muss die Schrauben entfernen. Na. Okay. Das Becherset ist unvollständig. Da fehlen anscheinend auch noch Becher für. Sind schon fertig. Wer hätte es gedacht? Mhm. So, mein Freund. Oh, thank you. Now I can think clearly again. Let's clean up this mess I made and find my register book. Ja, wir müssen zustellen. Der Wolf sieht voll gruselig aus. Die Flasche ist fest verschlossen. Aber das hier. Trockener Fisch, Senf. Ich muss erst mal gucken, was wir überhaupt haben. Schürze. Eine Paprika. Stecken. Die Beschriftung fehlt. Na gut, es wird ja sogar gesagt, was wo fehlt. Schmeckt am besten mit Senf. Noch einen zweiten hin. Getrockneter Fisch. Da oben. Ist da eine Zwiebel? Nein. Könnte ich überhaupt was hin? Nein. Er sieht tatsächlich so fies aus. Was haben wir denn hier noch? Paprika weiß ich gerade nicht. Ah, okay. Sucherschlag. The delivery from Schlang's pharmacy was for the guest in room 8. But the name is covered with ink. If this person is cruelly guilty, then you are free to inspect a room. Take the key. Mhm. Okay. Das befindet sich hier oben. Aber ich würde sagen, warte mal, das zoome ich hier nochmal eben ein, weil ich es gerade sehe. Das machen wir im nächsten Part. Ein Chameleon-Objekt fehlt uns noch. Nee, da oben. Alles klar, ich danke fürs Zusehen. Tschüss.